Die Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens. Geistliches Tagebuch. 8. August 1962. Auf dem Heimweg nach der Anbetungsstunde hatten wir unterwegs ein Zwiegespräch, besser gesagt, er sprach zu mir. Überrascht hörte ich ihm zu. Er brachte mir die Zeit in Erinnerung, da ich als junge Mutter mit meiner Familie allabendlich folgendes Stoßgebet betete. Mein Jesus, gib, dass die Sünder sich bekehren, die Heiden dich kennenlernen und alle dich sehr lieben. Meine Tochter, ahnst du, wie viele Seelen du mir dadurch geschenkt hast? Ich habe dein Verlangen erhört. Dadurch haben die Seelen mich kennengelernt. Viele haben sich bekehrt. Viele von ihnen lieben mich auch. Warum ich dir dies zum wiederholten Male in Erinnerung bringe? Ich merke nämlich deine Zweifel. Ständig fragst du dich, was du mit deiner Sehnsucht eigentlich erreichen könntest. Vieles. Steigere sie und deine Opferbereitschaft in dir. Meine Karmeliterin, aus deinem Leben muss ich einen Entschluss erwähnen. Du weißt, noch nicht sehr lange hattest du den Wunsch, nach der Erziehung deiner Kinder Zeit für eine gute Vorbereitung auf den Tod zu bekommen. Siehst du, diese deine Sehnsucht habe ich erfüllt. Merke dir, die Sehnsucht ist ein wunderbares Mittel, das den Himmel mit der Erde verbindet. Vom ersten Augenblick meines menschlichen Daseins an sehnte ich mich nach meiner Erlösungsarbeit. Die ständige Sehnsucht, den Seelen das Heil zu bringen, erfüllte mein Herz. Diese Sehnsucht nach den Seelen soll auch in euch brennen. Sei nicht kleingläubig. Du weißt, bedenke meinen Rat. Wenn du eine starke Stütze brauchst, geh und sage, mein Vater, ich brauche jetzt deine väterliche Stütze. Er wird dir seine väterlichen Arme reichen. Halte dich nur daran fest, aber nicht nur dich allein, sondern mit allen Seelen, die ich dir anvertraut habe. An demselben Tag sprach auch die heiligste Jungfrau zu mir. Meine liebe Karmeliterin, auch ich bitte dich darum, deine Sehnsucht nach meiner Liebesflamme inniger werden zu lassen. Du weißt, wie groß meine Sorge um mein Land ist. Die Familien, oh, die ungarischen Familien sind zerrüttet. Sie leben, als hätten sie keine unsterbliche Seele. Mit meiner Liebesflamme will ich den Feuerherd der Familien wieder aufwärmen, die zerstreuten Familien wieder zusammenhalten. Sorgt dafür, dass ihr viele seid, damit sie sich wie ein Lauffeuer verbreite, denn dadurch werden sich viele meiner Liebesflamme anschließen. Helft mir, an euch liegt es, dass meine Flamme zünde. Die ungarischen Familien sollen durch gemeinsames flehentliches Gebet die strafende Hand meines göttlichen Sohnes zurückhalten. An einem Tag im Monat August sprach der Herr Jesus: Du weißt, dass ich dich zum Kampf in mein besonderes Lager gerufen habe. Er sprach es so, dass er es in der Mehrzahl sagte. Nicht die Welt mit ihrer vergänglichen Bequemlichkeit soll auf euch anziehend wirken. Das Ziel eures irdischen Lebens sei die Ankunft meines Reiches. Diese meine Worte werden die vielen mir geweihten Seelen erreichen. Habt Vertrauen. Meine Gnade wird mit euch sein. Ich werde euch helfen auf eine Weise, die an ein Wunder grenzt. Und jetzt klangen die Worte des Herrn Jesus in meiner Seele hart. Ich war davon überrascht, denn bisher hatte ich immer nur seine Milde in seinen Worten erkennen können. Meine Tochter, sei nicht überrascht. In der Tiefe deiner Seele
meine strengen Worte zu hören. Auch das tue ich aus Liebe. Seid nicht bequem, nicht ohne Mut. Lasst euch nicht einreden, dass jeder Schritt vergebens sei und alles keinen Sinn habe. Doch, nur ist es leichter, bequem abzuwarten, bis der Sturm vorbei ist, als durch den Sturm zu gehen, um Seelen zu retten. Ihr braucht kein Aufzählen von Beispielen, ihr wisst alles, fangt nur schon an. Dieser Müßiggang ist das Treibhaus des Satans, der Sünde. Womit soll ich euch noch aufrütteln? Erkennt die um euch lauernde Gefahr. Sie bedroht auch eure Seele. Herr, nah bat er mich, seine Worte dem Maßgeblichen weiterzugeben. Er wird dazu Gelegenheit geben. Ich wollte gerade die Niederschrift seiner Klage beenden, da bat mich der Herr Jesus weiterzuschreiben. Ich ging gerade über die Wiese. Gerne hätte ich seine Worte in kniender Haltung zu Papier gebracht. Da aber dafür keine Möglichkeit vorhanden war, setzte ich mich ins Gras. Ich nahm mein Notizheft hervor. Währenddessen umflutete er mich mit dem wunderbaren Empfinden seiner Gegenwart und sprach: Das tue ich deshalb, um dir Gewissheit zu geben. Ihr sollt es nicht mit einer Handbewegung abtun, denn dieses ehrfurchtslose Benehmen verursacht mir einen unaussprechlichen Schmerz. Traget Sorge im Herzen für meine Liebe und Sehnsucht, um ein jeder von euch, in sich gekehrt, beginne ein neues Leben, wozu ihr die Kraft von mir erhalten sollt. Ich weiß, das ist für euch nichts Neues. Es wird viel darüber gesprochen, aber es schmerzt mich, weshalb ihr darüber nur sprecht, euch aber nicht um das Reich Gottes in euch bemüht. Ihr wisst am besten, dass die Ankunft meines Reiches Gewalt leidet. Lebt nicht heuchlerisch. Ihr bringt das heilige Opfer dar, aber das bleibt für euch eine reine Äußerlichkeit. Wie viele solche Gedankenlose gibt es unter euch? Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. August 22, 2001, Maria Königin, Offenbarungen über die Liebesflamme an Schwester Agnes. Mutter Gottes, meine Kinder, ich bin eure liebende Mutter und Königin. Als Königin des Himmels und der Erde helfe ich euch durch die überströmenden Gnaden meiner Liebesflamme. Meine lieben sühnenden Kinder, so viele Dinge beschäftigen euch unnötigerweise. Ihr beunruhigt euch wegen vieler Sachen, die ohnehin nur von Gott und der Gnade zu lösen sind. Vertraut all eure Angelegenheiten, euch selbst, eure Sorgen und Probleme, Gott und mir, eurer himmlischen Mutter an. Ich segne euch und all jene, die meine Liebesflamme in ihrem Herzen angenommen haben, durch die Liebesflamme meines unbefleckten Herzens, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.